Ja, das ist ja auch, das sind viele Aspekte, die wir jetzt auf anderen Ebenen besprochen haben, klingen da ja natürlich auch wieder an. Das ist sonst so komplex, schwer zu beschreiben. Aber ich will mal eine für mich wesentliche Sache noch einmal herausgreifen, die versuche ich auch in die Organisationskultur dann bei uns in der Klinik zu bringen und in jede Art von Gruppenkommunikation. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu dem, auch was ich bei Milton Erickson gelernt habe an der Stelle. Und was viele Leute in der Nachfolge vom Erickson bis heute massiv propagieren. Übrigens auch in der systemischen Arbeit, in der strategischen Arbeit, die Palo Alto-Gruppe und so weiter, Steve DeShazer und so, da waren sich alle einig, dass eher transparente Metakommunikation über das, was man da tut und so weiter, nicht opportun sei. Ganz im Gegenteil, manche haben sich sehr aktiv immer dagegen gewährt, es muss intransparent, es muss indirekt und sonst wie sein, dann hätte es bessere Wirkung. Ich sehe das völlig anders und versuche das auch zu praktizieren. Zumindest wird Angebote, wenn dann jemand sagt, das will er überhaupt nicht, das interessiert ihn nicht, dann wird es halt zurückhaltend gemacht. Aber es wird immer Angebote, dass alles, was ich mache, immer, ich nenne das gern mit so einer Art Produktinformationsebene, also in der Metakommunikation, ein Gespräch über das Gespräch. Warum mache ich jetzt gerade das? Jetzt geht mir gerade das durch den Kopf. Aber immer in Ich-Botschaften aus einer fragenden Haltung. Wie kommt es bei Ihnen an? Stimme ich, nicht stimme ich? Passt, passt nicht? Was hätten Sie gern anders? Sozusagen mich transparent zur Disposition stelle mit meinen Prozessen, sodass der andere, die andere Seite der Begegnung, immer quasi die Autorität, ja fast könnte man sagen, zelebriert bekommt, darüber, dass er dann damit autonom machen kann, was er will und so. Und dass das eher nicht so ist, dass ich ihn zu was bringen will, sondern dass er die Oberhoheit über seine Sachen hat. Das ständig rituell in jedem Schritt zu machen, ist ganz wesentlich für meine Art der Beziehungsgestaltung. Das ist für viele Leute, die aber auch übrigens aus dieser systemischen oder auch aus der Ericksonischen Tradition kommen, sehr irritierend, weil die haben das einfach nie so gesehen und gelernt und glaube eher dran, es wäre wirksamer, wenn sie es dabei bei sich belasse. Das würde für mich aber eine Schieflage in der Beziehungsgestaltung bringen und die will ich auf gar keinen Fall. Also wird es andersrum gemacht. Das ist so ein Aspekt, der in jedem Fall. Und dazu gehört auch die Utilisation eigener Prozessbestandteile, dass ich also meine eigene Sache mit reinbringe. Das muss ich nicht alles zur Prüfer haben, aber ich muss jede Art von Reaktion bei mir wieder so utilisieren, prüfe darauf, für welche wichtigen Bedürfnisse, die ich gerade aufnehme, dort oder auch bei mir selber eigene, steht es denn und wie kann ich das achtungsvoll in die Metakommunikation bringen und wieder rückkoppeln. Das ist sozusagen, dann kommt so ein ko-kreativer, auf Augenhöhe ablaufender Prozess zustande. Das ist für mich sehr zentral. Also ich kann dem einfach nur voll zustimmen. Und man kriegt die Lernfähigkeit des anderen, die Möglichkeit beizutragen, ist ja auch so sehr viel größer. Oh ja. Wenn ich ganz offen mache, dass ich merke was, ich kaufe dem rum, ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich könnte wichtig sein und ich sage das dem anderen. Und wenn ich nicht gleich die richtige Frage dazu habe und nicht gleich die richtige Intervention und seine Seele begreift, dass ich was am Zipfel habe, was so noch nicht richtig gefasst ist, aber wo was dran ist, dann können wir zusammen auf die Suche gehen und dann kann der mir sagen. Ja, und auch selber lernt man wieder mehr dabei. Also ich erstaune manchmal, was für kreative Ideen dann die Leute daraus machen, aus meinen eigenen Unklarheiten nochmal oder aus den Rückmeldungen, die ich da bringe. Da kann man wechselseitig lernen. Ja. Also gerade, wie du es ja vorher gesagt hast, wie du zum Beispiel diese So-bin-ich-Diagnosen aus dem Klinischen in eine kreative Weise umwandelst, das ist ja auch so eine Methode, die ich da mal ausgearbeitet habe, die Arbeit mit Identitätsüberzeugungen, dass jemand über sich, und zwar nicht auf der Ebene so verhalte ich mich, sondern das ist mein Wesen, aber eben eine falsche Idee über sich adoptiert hat oder eine unproduktive. Und das sage ich dann mal, dass mir das so vorkommt und dann arbeiten wir zusammen an einem Begriff, so wie du es vorher erzählt hast, was wäre denn ein Etikett, das nicht einfach spintisiert, was Schönes ist, damit man nicht, dass einem besser geht, sondern der diese Wirklichkeiten, die damit irgendwie negativ eingekastelt werden, durchaus erfasst, aber in einer Weise, wie es erstens positiv konnotiert und zweitens zukunftsfähig ist. Und da arbeiten die Leute einfach mit.
Aber es ist auch wahr, dass die Leute manchmal dann völlig einfallslos sind. Und da fühle ich mich dann ganz frei, denen auch Vorschläge zu machen. Das ist das, was ich mit Realitäten kenne. Darf ich das kurz ergänzen? Mit der Diagnose kann man es auch schön sehen. Ne? Da haben wir ja ständig in der Klinik zum Beispiel diese Zwickmühle, die kommen ja schon mit Diagnose. Sonst kriegt man gar keine Kostenzusage von den Kassen. Und dann glauben die oft auch daran. Dann ist genau diese transparente Metakommunikation für mich eine Hilfe für die Lösung der Zwickmühle. Wir müssen mit diesen Diagnosen arbeiten, sonst kriegen die Leute nichts bezahlt. Wenn wir nur mit denen arbeiten würden, dann tragen wir zu Verdinglichungen bei, die die Leute behindern könnte. Also wird es metakommuniziert. In die Richtung praktisch rituell, gucken Sie, die Diagnose, die braucht die Kasse und die will sie, da sind wir auch loyal. Für Sie und über Sie sagt es nur maximal einen kleinen Ausschnitt aus, aber nicht über das, wie Sie als gesamte Person sind. Deswegen wollen wir mit Ihnen noch an anderen Beschreibungsformen arbeiten. Und dann können Sie selber prüfen, welche hat welche Wirkung auf Sie. Also wir machen das einerseits durchaus, aber wir glauben nicht nur dran und so in der Form. Und wir wollen Sie dazu einladen, auch einen multiplen Blick dazu machen. Das ist für die Leute oft so entlastend und ermutigend. Es zeigt sich aber auch, dass manche Leute es ganz gern haben, an diesen verdinglichten Diagnosen festzuhalten, weil sie, aber das können wir schon wieder nutzen dann, weil wenn ich dann gucke, ja, was ist denn daran so attraktiv für Sie, dann ist oft attraktiv, dass Sie jetzt eine Art, wo sie sich vorher massiv abgewertet und beschuldigt habe, jetzt eine entlastende Form, ja, dann kann ich ja gar nichts dafür, dann bin ich ja gar nicht so schuldig. Und aber, das ist aber auch wieder ein selbstgemachtes Konzept, wo praktisch die Selbstabwertung selbst produziert wurde. Das können wir dann sofort wieder daran aufgreifen, aber das geht nur mit dieser transparenten Metakommunikation und sagen, schauen Sie, das ist ja verständlich, wenn Sie dann die Diagnose so wollen, sie hat aber einen hohen Preis und eigentlich machen Sie, ist das ja nur ein Mittel zum Zweck, um sich zu entschulden. Wenn Sie sich vorher schon gar nicht beschuldigen würden, dann brauchen Sie ja gar nicht entschulden, könnten wir Sie dafür gewinnen und so kommt dann praktisch ein ständiger Rückkopplungsprozess zustande. Wenn ich dir so zuhöre, fällt mir was ein zu deinem, nochmal zum Anfang, ne? Wo kommen wir eigentlich her und wie haben wir uns selbst entwickelt. Ich genieße jetzt richtig, dir zuzuhören, weil du im Unterschied vielleicht zu vor 15 Jahren eine an sprachliche Differenzierung und Präzision zugenommen hast, dass du diese Liberalität bei gleichzeitiger Stellungnahme, für die du immer stehen wolltest, jetzt sprachlich klasse rüberbringst. Während du früher eher durch Dinge relativieren und offen lassen, bloß nichts verfestigen, damit die Idee nicht verraten wird, hast sie aber dann oft, sehr oft oder so, oder irgendwelche Einfühlsel gemacht. Genau. Und allein an der Entwicklung deines Sprachausdrucks zeigt sich, wie eine Ahnung, wofür du stehen möchtest, jetzt zu einer wirklich umfassenden Kompetenz geworden ist. Aber da möchte ich dir auch sagen, Bernd, das hat auch was mit uns zu tun, mit unserer Begegnung. Also einerseits natürlich damit, dass ich je länger ich da drin war und je länger auch ich dann Führungsrolle übernommen habe, merkte, da muss ich eben diese Präzisierung und die Stellungnahme auch kognitiv einfach noch nachliefern, sonst bleibt es zu verwässert. Aber es hat viel auch mit Diskussionen zwischen uns zu tun, wo ich angeregt wurde durch deine Position, genau durch die, weil Ich habe dann gemerkt in der Diskussion zwischen uns beide, das ist ja vielleicht für diese ganze Beziehungsgestaltungsfrage auch wichtig, ich habe das immer so gemacht und relativiert, aus der Sorge heraus, ich könnte mich sonst über jemanden stellen, was ich unbedingt nicht wollte. Und da haben wir schon manche Diskussionen gehabt, vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr dran, die waren bei mir dann so in die Richtung, ja, der macht das ja ganz anders und hat aber auf eine Art... ist das eher was Hilfreiches für Leute, weil ich merkte dann, an einer Stelle wurde mir zum Beispiel deutlich, da haben wir Leute rückgemeldet, sie hätten mich jetzt gern endlich als Lehrer und so in der Form und ich würde mich immer dieser Rolle verweigern. Mhm. Und da habe ich das verglichen mit dir und denke, aha, da ist jetzt ein interessanter Unterschied, ich will jetzt diese Rolle des Lehrers auch einnehmen. Die Leute haben so gesagt, das würdigt sie mehr und sie würden sich entwertet fühlen, wenn ich diese Rolle nicht übernehme. Und ich wollte ja gerade das Gegenteil erreichen, das war spannend. Ne? Und in der Diskussion und in der Auseinandersetzung auch mit unseren verschiedenen Stilen wurde mir dann deutlich, das eine muss nicht ein Gegensatz zum anderen sein und das hast du schon früher gelebt. Und da habe ich in der Hinsicht viele Anregungen von dir gekriegt, bin ich sehr dankbar. Ja, ich war nur umgekehrt früher oft, nicht, dass ich so gemeint hätte, aber ich bin oft so rübergekommen und habe das nicht gemerkt, dass die Leute
sehr schnell in ihnen die Furcht, definiert zu werden, aufgewacht ist. Sodass, das hat sich dann manchmal auch, ja. Ich versuche immer präziser zu fassen, ich versuche immer mehr Schleiertänze, um sich nicht festnageln zu lassen. Weil ich Angst vor dir gekriegt habe. Ja. Ja. Wie ich fahre zu Unrecht von meiner Haltung her, das hat aber nichts genützt, weil bei denen kommt das an, was sie fantasieren, dadurch, dass sie meinen Stil nicht übersetzen können. Klar. Ich erzähle ja manchmal die Anekdote davon, dass ich wurde immer in der TA-Welt oft von einigen gefürchtet als scharfer Prüfer. Dabei war ich ein ganz lieber und liberaler, wenn auch genauer Prüfer. Und da haben sie lieber die Netten genommen. Und die wurden manchmal in der Prüfung sowas von biestig und streng. Ja. Da hat sich schon mancher vielleicht nachher gedacht, hätte ich vielleicht doch lieber den Bernd Schmidt nehmen sollen. Ja, das ist ja schon so die Frage, wer definiert denn Wirksamkeit? Was sind die Kriterien für Wirksamkeit? Also da kann ich auch anschließen an das, was der Bernd vorhin so gesagt hat, wie du es gern hast, dass Leute das selbst machen und dass du dann nicht dabei sein musst. Für mich ist ein Teil jedenfalls dieser gesamten Beratungsarbeit, wenn man es jetzt mal nur aufs Coaching beziehe, da in jedem Fall, wir entwickeln was miteinander, immer mit dem Blick, das ist für mich ein zentraler Punkt, Zieldienlichkeit, also bezogen auf das, wo Sie hinwollen, wofür wir also eine Zielvision schon entwickelt haben, das, was Sie jetzt gerade machen oder was Sie jetzt gerade nicht machen, wie wirkt sich das darauf aus? Ich habe da eigentlich immer die Legitimation über diesen Zieldienlichkeitsaspekt. Allein das immer so in den Fokus zu rücken, erhöht nach meiner Erfahrung die Wirksamkeit, auch die Motivation, was zu tun, was wirksam werden könnte, deutlich. Und das ist dann aber auch halt das Prüfkriterium letztlich, an dem man ablesen sollte, bezogen darauf, wofür sie das als Mittel zum Zweck wollte, war es denn wirksam oder nicht. Und für die gesamte Arbeit hat es für mich eine zentrale Wichtigkeit, wenn jemand wiederkommt, dann ist das die erste Frage. So, aber natürlich nicht, dass ich derjenige bin, der die Autorität beansprucht, die Wirksamkeit jetzt zu beurteilen. Habe ich den Eindruck von meiner Perspektive aus, na, da zeige ich dir jetzt gar nichts Wirksames, dann finde ich, sollte ich das achtungsvoll zurückmelden. Aber die oberste Autorität ist da eigentlich immer der, für mich jetzt in meiner Coaching-Arbeit beispielsweise, der halt dies angefragt hat als Mittel zum Zweck. Und der sollte prüfen, bezogen auf seine Anliegen, ist es wirksam oder nicht. Das hat natürlich für Evaluationsforschung auch interessante Auswirkungen, weil da die Expertenautorität sozusagen ja angesiedelt wird bei den Klienten jetzt in meiner Vorstellung. Aber was in Evaluationsstudie manchmal auch anders läuft. So, natürlich bezieht man sich auf die Rückmeldungen der Klienten, aber vielfach auch noch auf irgendwelche Expertendinge, in der Psychotherapie sowieso. Und das finde ich nicht günstig. Die Wirksamkeit ist für mich an dieser Stelle zu sehen, wie sind da die Rückmeldungen dazu. Wenn dann jemand, da geht es mal ein bisschen ähnlich wie du, ich nenne das gerne Ehrenrunden, die fünfte, sechste Ehrenrunde macht, und sagt, man müsste es eigentlich mal irgendwann, aber eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu, dann hat es für mich massive Auswirkungen auf die Sinnfrage unserer Zusammenarbeit. Und die bringe ich da auch transparent rein. Kann ich achtungsvoll machen, aber ich sehe es nicht als sinnvoll an, noch 7 Ehrenrunden, Lösungsversuche vom Typ mehr desselben, die dann halt mehr desselben bringen können, zu machen, sondern dann eher zu sagen, dann machen wir doch vielleicht mal eine Denkpause und dann gucken wir wieder weiter so. Also auch da ist die Wirksamkeit ein Ergebnis eines Rückkopplungsprozesses, wo aber die Rückmeldungen der anderen Seite sehr wichtig sind. Es gibt da manchmal so Dilemmata, dass jemand sagt, es war unheimlich wirksam und ich merke gar nichts davon. Und das ist eine spannende Sache, wie man damit dann umgeht. Ich bringe das halt ein als Ich-Botschaft, dass ich es halt nicht so erlebe und lasse mich dann aber gern belehren, an welchen Kriterien die anderen das festmachen. Und wenn die das festmachen, dann finde ich, dann überzeugt mich das, dann kann ich auch weitermachen. Und die Wirksamkeit hat noch einen anderen Aspekt für mich, letzter Satz. Wie wirkt sich denn auf mich selber aus? Das mit dem Lernprozess. Ne? Ich habe, glaube ich, ich hätte keinen Spaß mehr an diesem Job, wenn ich nicht selber ständig auch wirksam verändert würde, in dem Sinne, dass ich was lerne dabei. Und das finde ich hochspannend. So gibt es eine Abenteuerurlaubsbegegnung, wechselseitig. Ja, das regt mich an, weil ich erst so gedacht habe, wie komme ich sozusagen bei dieser Wirksamkeitsüberlegung aus so eindimensionalen Zielerreichungsfantasien raus. Natürlich lehren wir, und man muss mit jemandem auch darüber sprechen, wo willst du eigentlich hin, dass man nicht irgendwas macht und sich eine Vorstellung schon bilden. Aber ich spreche zum Beispiel nicht gerne von Zielen, ich spreche mehr von Richtungen.
Weil ein Ziel ist ein Punkt auf einer Richtung. Aber wer weiß denn schon, welche Punkte da zu erreichen sind? Gerade die, dort, wo es komplex wird, siehst du ja die nächsten Punkte, die vielleicht anzustreben wären, erst wenn du um die Kurve kommst. Vorher kannst du die gar nicht sehen. Und wenn du dich auf das reduzierst, was du auf mittel- oder langfristig als Ziel definieren kannst, dann ist die Gefahr immer, dass du dich unglaublich einengst. Also von daher ist es eher die Frage, stimmt in einer Vielsinnhaftigkeit, also dass ich mein Geld damit verdienen kann, dass mit meinem Privatleben übereinstimmt, dass ich eine Lernökonomie habe, dass ich auf dem Markt mit der Sache richtig komme, dass es zu mir als in meinem Wesen passt, zu dem Lebensstil, den ich haben möchte. Es gibt ganz viele, in ganz vielen Dimensionen muss man, damit man sich nicht total zerflettert, was ja heute immer eine große Gefahr ist, dass man irgendwie sich konzentriert, integriert und in eine stimmige Richtung kommt. Das ist für jeden so einzigartig zu definieren, dass ich das schwer habe, das zu operationalisieren. Und da kommt der Punkt rein, den du dann auch gesagt hast, mit der Resonanz. Intuitiv, und da haben wir ja diese Fähigkeit, diese ganzen vielen Dimensionen trotzdem zusammenzukriegen, ohne es genau buchstabieren zu können, wie wir jetzt wirksam unterwegs sind, aber in einer hochwertigen Ausbildungskultur, in den Spiegelungen, dann haben die Leute, entwickeln ein sehr gutes Gefühl dafür, wo es für den anderen die Richtung stimmt und die Bewegungsart und wo vielleicht noch Aspekte mit hinzugenommen werden sollen, die die anderen richtig einbetten, dass es zusammen dann stimmt und nicht nur in bestimmten Dimensionen stimmt. Weil Leben ist immer integriertes Leben und du kannst es nur fachlich natürlich einteilen in Lernziele und alles Mögliche, aber gelebt muss es immer integriert werden. Und das ist ja auch mein Problem. Da kommen wir jetzt auf einen anderen Aspekt, vielleicht sollten wir den noch mal extra unterteilen, dass Coaches sich gerne spezialisieren. Und das ist in einer Weise auch notwendig, weil sie ihre sinnvolle Schwerpunkte natürlich bilden können. Keiner kann immer alles. Aber es besteht immer die Gefahr, dass sie dann ihre Teilperspektive aufblähen und alles über diesen Löffel balbieren. Und dann auch Unternehmen verführen, diese Teilperspektive ganz besonders wichtig zu nehmen, dafür Ressourcen aufzubauen und sich dann entweder damit erfolgreich sind, aber ich nenne das dann eine Kulturinfektion. Ob für den Unternehmer das Richtige ist, ist eine ganz andere Frage. Und oder beleidigt sind, wenn der Unternehmer das nicht so wichtig findet, wie sie es gerne hätten, dass er es wichtig findet und denken, das liegt an dessen Ignoranz. Aber sehr oft liegt es einfach daran, dass der Unternehmer, ein guter Unternehmer hat ein sehr feines Gespür für die Wertigkeit und Integrierbarkeit von einer Entwicklung und einer Dienstleistung, ob damit der Gesamtorganismus in all seinen Dimensionen vorangebracht wird. Und wenn das Gefühl hat, der bläst jetzt irgendeiner eine Teilperspektive auf, die natürlich ihre Plausibilität hat. Aber er kann nicht sehen, wie das den Gesamtorganismus stärkt. Dann sagt er natürlich, du, tut mir leid, das will ich so nicht haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass Coaches diese vielperspektive Betrachtungsweise lernen und wirklich in allen Dimensionen urteilsfähig werden, die für und lernen, es integrierbar zu machen, was sie anbieten, weil der Kunde muss das auch. Der Einzelne muss es in seinem Leben integrieren und der Unternehmer muss es in der gesamten Unternehmenskultur integrieren. Und da kaprizieren sich immer noch zu viele Psychotherapeuten, Coaches und Berater auf Teilperspektiven und versuchen, die möglichst wichtig und auch entsprechend hochpreisig zu machen und am besten noch ein C drunter kleben. Und da finde ich, da müssen wir als Branche in diesem Sinne ganzheitlicher werden und dienlicher. Also das finde ich toll, dass du das jetzt sagst. Das ist das, was ich von der Zieldienlichkeit gesagt habe, könnte ja schnell missverstanden werden, dass genau so eine Zielabhängigkeit da ist. Und so ist gerade nicht gemeint. Also ganz ähnlich, wie du das jetzt schon gesagt hast, also auch für meinen Teil, ne, kann man doch unsere eigene Lebensgeschichte sehen.
Also wenn ich jetzt so im Nachhinein bin, ich Gott froh, dass ich viele Ziele, die ich mir gesetzt habe, auf gar keinen Fall erreicht habe. Um Gottes Willen, wie schrecklich, wenn ich die erreicht hätte, sozusagen. Also gut, vielleicht wäre es auch was anders gelaufen, aber deswegen habe ich ja diesen Begriff des polynesischen Segelns da mal so eingeführt. Also ich mache ein Ziel, das finde ich wichtig, dass ich das so brauche, aber nicht mit der Idee, dass ich mich vom Ziel und von der Zielerreichung abhängig mache, sondern es ist sozusagen der Stimulus, der mich auf den Weg bringt. Und dann geht's los mit den Erkundungen. Und das finde ich gerade für Coaches ganz wichtig. Das ist mir auch in den Weiterbildungen immer wichtig. Einerseits ganz klar, die Zielorientierung ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen, aber sich auch immer zu vergegenwärtigen, diese Ziele kommen jetzt aus einer bestimmten Bewusstseinslage. Jetzt so mit meinen Terminologien möglicherweise aus einer Problemtrance, aber jedenfalls aus einer bestimmten Bewusstseinslage, die halt momentan ist, die sich aber am nächsten Tag schon wieder verändern könnte. Das heißt, die Ziele sind fluktuierend und das ist auch gerade der Sinn der ganzen Sache. Dann ist Richtung wieder ein schöner Begriff, so in die, dass das halt, das bahnt irgendwie eine Bewegung, die aber dann immer wieder von so vielen Einflüssen auch mit wieder geändert werden könnte. Und das ist gerade das Spannende am Lernprozess und am Entwicklungsprozess. Leben ist ein erkenntnisgewinnender Prozess, da kriegst du ja ständig Rückmeldungen und die können das alles dann wieder verändern. Und diese Kombination, Zielorientierung ja, aber mit einer Haltung, sich davon nicht abhängig zu machen, die Kombination finde ich sehr wichtig, aber auch herausfordernd. Und was du da gesagt hast mit den Coaches und diesen Spezialisierungen, kann ich nur voll zustimmen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, mit dem Selbstverständnis, wann sich ein Coach selber als erfolgreich, als qualitativ hochwertig was einbringt und so weiter erlebt. Und wenn sich die Leute da immer von den Zielen selber abhängig machen, deswegen fängt es wieder in der Weiterbildung und in der Unterstützung der Leute in ihrem Entwicklungsprozess an, für Coaches, glaube ich, wenn sie sich abhängig machen davon, sie sind nur ein guter Coach beispielsweise und können erfolgreich sein, wenn sie die erstmal definierte Ziele halt erreichen, womöglich perfekt oder sowas, dann sind sie schon aus meiner Sicht in der Gefahr, die du da so beschreibst. Das heißt, das Selbstverständnis des Coaches müsste auch sein, ich bin einerseits klar zielorientiert, aber die Qualität meiner Arbeit mache ich nicht davon allein abhängig, sondern davon, dass ich jemand als Unterstützer begleiten kann darin, seine eigenen Zielvorstellungen allmählich im Entwicklungsprozess so zu gestalten, dass es zu einer erfüllenden Bahnung oder zu einer Richtung kommt. Und beim nächsten Mal ist dann schon wieder was dran und wieder was dran. Also nicht abhängig machen sich von den Zielen und gleichzeitig sie aber als Einstieg so nutzen, das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Da ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann jetzt Aufzählungen irgendwelcher Art macht, die einfach so nicht stimmen. Ich würde gern einen Schritt nochmal zurückgehen und für mich ist Coaching eben nicht in erster Linie, dass man mit bestimmten Methoden arbeitet oder dass man in einem bestimmten Ablaufschema arbeitet oder mit einer bestimmten Vorstellung von einem Menschen, einem Weltbild arbeitet und das in Didaktik umsetzt. Für mich ist Coaching, und ich spreche jetzt immer von diesem Bereich Professions- und Organisationscoaching, also ich meine jetzt nicht Sportcoaching oder Tantra-Coaching oder sonst was. Und da denke ich, da ist das Wichtigste, dass wir eine integrierende Perspektive in der Beziehung Mensch und Berufswelt entwickeln auf der einen Seite und Mensch und Organisationswelt. Das Wichtige ist die Perspektive darauf und die Expertise. Und das ist jetzt, wenn ich zwei Pole da aufmacht, ist es von beiden Seiten. Das heißt, ich muss die Berufswelt genügend studieren und kennen, um deren Auswirkungen auf den Menschen mir da auch ein Bild zu machen und nicht immer nur den Menschen darin begleitet, wie er auf die Berufswelt guckt und wie er sie gern haben möchte. Das ist dann zu individualistisch projektiv, sondern da verändert sich einfach eine Berufswelt. Neue Berufe entstehen, Märkte und so weiter. Und wir haben ja das Problem, dass wir sowohl in der Ausbildung wie auch im Coaching die Menschen immer zukunftsfähig machen wollen. Also müssen wir irgendwie versuchen, selbst auch das Auge am Horizont, den Finger am Puls der Evolution versuchen zu haben. Und die Expertise für Mensch- und Organisationswelt. Ich muss einfach
wenn ich in dem Bereich arbeite, irgendwelche Bilder von Organisationen, von Gesellschaft und deren Entwicklung machen, um umgekehrt rauszuschließen, was heißt das für den Menschen. Die meisten Menschen fragen ja gern, macht diese Organisation und dieser Beruf, in dem ich arbeite, Sinn für mich? Aber es ist immer die zweite Frage auch, macht für dieses Berufsfeld, mache ich diesem Berufsfeld Sinn? Mache ich dieser Organisation Sinn? Und wir sind ja beide Unternehmer und wir kennen beide Seiten, dass wir sagen, ja, das ist, kann ich alles an sich würdigen, prima finden und so weiter, aber passt das denn jetzt zu dem, wo wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft unterwegs sind? Und wenn man Coaching als Perspektive und als Expertise begreift und sagt, und ich darf mir nicht Teilaspekte rausgreifen und die aufblasen, sondern ich bin verantwortlich für Anschlussfähigkeit, weil gesellschaftliche und menschliche Prozesse immer ganzheitliche Prozesse sind, dann entsteht eine andere Mentalität. Und wenn die da ist, und das haben wir ja in DBVC ganz gut verwirklicht, dass wir nicht definiert haben, wenn du das machst oder die Methode oder mit der Theorie arbeitest, dann bist du gut, sondern zeig mir, wie du es für dich gerade zusammenbastelst und ich bin fähig, mir eine Vorstellung zu machen, ist das ein hinreichendes Bouquet, um zu sagen, ja, du bist willkommen als ein Mitglied, als Coach oder Senior Coach im Verband. Also sich nicht normieren gegenseitig und sich auch nicht operationalisieren und dann womöglich noch kontrollieren, ob jetzt jemand das alles drauf hat, sondern wirklich diese immer wieder neuen Dialog, deswegen nennen wir das ja dialogische Qualitätssicherung im DBVC, immer wieder durch neuen Dialog sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und die Expertise gemeinsam zu prüfen und weiterzuentwickeln, das sind für mich eigentlich die Gütekriterien im Coaching und nicht so sehr jetzt das ein oder andere, was ich meine, es muss dazugehören oder nicht. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Gott, ich kann schon wieder nur zustimmen. Ehrlich, so in der Form. Ist so, für diese Wirksamkeit, das, was du jetzt mit dialogisch meinst, ich würde es jetzt mal so beschreiben, das ist ein ständiger Rückkopplungsprozess. Die Wirksamkeit entsteht in der Begegnung. Es ist nicht einfach nur so, da ist ein Individuum, mit dem rede ich, das macht es dann alles selber beispielsweise im Coaching und ich kriege es dann wieder mit oder berichtet oder sowas. Das ist ein ko-kreativer Prozess, da geht ständig zirkulär was hin und her. Das heißt, was auch zur Wirksamkeit enorm beiträgt ist, was immer kommt, auch zum Beispiel als Feedback vom Klienten, aber auch von mir selber, da hat mir sehr diese Utilisationshaltung, die Milton Erickson so sehr vertreten hat, Kolfe, dass ich das aus einer bestimmten Perspektive versuche dann anzugucken, nämlich, was immer der da sagt, wird sehr ernst genommen, aber auch was in mir dann dabei entsteht, wird ernst genommen, aber immer mit dem Blick auch so, wie könnte ich das jetzt beschreiben, benennen, bewerten und so weiter, sodass es wieder als Kompetenz für irgendetwas verstanden werden kann und damit ja auch als ein Hinweis auf Bedürfnisse gibt. Dieses Stichwort der Bedürfnisse ist da für mich sehr wichtig. Und dann kann ich sagen, da sagt jemand, ja, es geht, das war jetzt aber gar nicht so hilfreich oder diese Woche ging es überhaupt nicht so gut. Na klar, ist das bedauerlich und es wird dann empathisch dann begleitet, aber gleichzeitig muss eine zweite Ebene rein. Wofür könnte das eine wertvolle Feedbackschleife sein? Für welche Werte, für welche Zielkonflikte innerlich, für welche, was weiß ich, welche Ambivalenzen oder so. Also es wird nicht aus einem Defizitblick, sondern aus einem Blick, dass man es abklopft auf wertvolle Informationen über Bedürfnisse und so weiter angeguckt. Nach jenseits aller Einzeltechnik habe ich den Eindruck, dass es das etwas besonders Hilfreiches, diese Utilisationshaltung für Verbesserung von Wirksamkeit und so weiter. Dann kann man achtungsvoll, elastisch mit jeder Entwicklung mitgehen. Und übrigens auch die eigenen Impulse. Manchmal könnte man jemand eine reinhauen oder manchmal ist man gelangweilt oder wird müde. Das sind dann alles wertvolle Informationen über Bedürfnisse in der Begegnung und so können sie dann auch genutzt werden.